Ach, oh, schön. Oder? Obwohl ich eine Sache nicht anmerken muss. Ich bin gerade in Berlin bei meinem Netzwerkstudio 71. Ich bin hier morgen im Frühstücksfernsehen tatsächlich. Yeah, ich freue mich auf jeden Fall mega darauf. So Leute, jumpen wir direkt mal rein, alter Craft Attack, let's go, der Hase. Auf geht's, Mann. Holy das Texture Pack, was ich runtergeladen habe, funktioniert natürlich nicht. Das ist ein absolut hässliches Texture Pack. Und das Gefängnis steht auch so weit, sehe ich gerade. Hallo? Hallo? Was denn los? Was denn los? Ja, alle schreiben in mein Haus, Alter. Leute, gehen wir mal hoch. Was ist mit meinem Haus, Alter? Was ist denn mit meinem Haus? Hässlichstes Texture-Pack der Welt, wirklich. Alter, sieht das aus. Hä? Alter, ich kann mit diesem Texture-Pack nicht spielen, Leute. Tut mir leid, ich muss ganz kurz. An der Stelle nochmal ein riesiges Shoutout an... Ein riesiges Shoutout an Case King, die hier extra einen PC hingebracht haben, Alter. Ey, ich will auf jeden Fall heute die Kathedrale fertig bauen, Mann. Ja, Mann, mach das. Bau die auf jeden Fall fertig. Willst du mein Haus sprengen, Kevin? Hä, was für Haus sprengen? Warum? Mann, mein Chat hat das die ganze Zeit gesagt. Ja, ist klar, Junge, als ob ich dein Haus sprenge. Nee, warum willst du das machen? Die wollen einfach nur wieder Trigger erzeugen. Warum willst du das machen? Ich will nichts sprengen. Große Sprengung und Kraftwerk 7 geplant steht bei dir. Wir wollen im Nether sprengen für Dingsbums hier. Ah, Dingsbums. Für Wizard-Kopf-Farm. Ja, frag doch Early-Boy. Early-Boy, bauen wir im Nether eine Wizard-Kopf-Farm? Wir haben uns doch gestern, haben wir dir gestern noch gesagt hier, dass das da leckt wegen Blöcken und allem. Wart ihr gestern damit nicht sogar fertig? Ja, wir müssen aber komplett alles drumherum wegsprengen. Dieser andere Lügen-Chat wieder, weißt du? du kannst in den Chat schreiben. Frag Kunga und JB. Schreib rein. Nee, ich sag ja, dieser andere Lügen-Chat. Mein Chat wieder komplett am Reinlügen, Alter. Ihr Dreckigen, Alter. Wenn mein Haus gesprengt wird, Kevin, wäre ich echt richtig traurig, ne? Ja, wenn dein Haus nicht gesprengt wird, wirst du sehen, dass dein Chat einfach nur reingebaitet hat. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Chat, ich bin ehrlich, Mann, ich will die Kathedrale heute fertig haben. Wir machen ein anderes Dach. Wir machen nicht dieses Dach. Wir machen aus dunklem Holz. Ja, ich spreng dein Haus nicht. Du wirst sehen, solange ich dein Haus nicht gesprengt habe, habe ich es ja auch nicht vor, oder? Kevin, warum lügst du? Ja, warte ab, du wirst sehen, ich werde dein Haus nicht sprengen. Ja, aber was habe ich dir denn getan? Warum möchtest du das machen? So, Revi, wo willst du gesprengt haben? Gar nichts, Alter, du Retard. Okay, ich spreng mal, Basti. Meinst du hier? Nein, überhaupt nicht, Alter. Ich will nichts gesprengt haben, du Affe. Pass auf, die Kuchen, die mache ich nicht weg, weil das war ein Geschenk von mir. Hä, was soll denn der Bullsch? Jetzt mal ehrlich, Basti, was soll denn das? Ja, so wie du redest, willst du das gesprengt? Ja, natürlich möchte ich. Ich möchte, dass Schaden an meinem Haus gemacht wird, du Affe. Nein, will ich nicht. Mann, jetzt hau ab hier mit dem TNT, Alter. Kann ich an die TNT-Farm gehen und ein bisschen Gunpowder farmen? Mann, ich spiele hier auf einem fremden Setup. Ich kann nicht spielen, Alter. Ich schieße irgendwie die ganze Zeit nur daneben. Mann, ich weiß jetzt echt nicht, wem ich glauben soll, Alter. Ja, pass auf, Revi, jetzt glaub ihm doch einfach. Und wenn du ihm nicht glaubst, dann spreng ich jetzt einfach. Ey, Revi, jetzt mal ganz ehrlich. Halt doch dein Maul, Basti, Alter. Ohne Witz, halt du dich doch da raus, du Affe. Ja, wirst du sehen. Dann ist das, wenn ich heute bei dir nicht sprenge, ist das ein Vertrauensbeweis, okay? Okay. Also, Chat, wir haben es jetzt gehört. Er wird in mein Haus nicht sprengen. Er lügt. Chat, warum soll... Okay, erklärt mir logisch, warum Kevin das tun sollte. Nennt mir einen triftigen Grund, warum Kevin einfach hingehen sollte, mein Haus sprengen sollte. Ja, so. Dann sollen die weiter sagen. Ich sag da jetzt gar nichts mehr zu, Revi, weil das ist mir echt langsam. Das ist wie zum Beispiel, wie ich gesagt habe, die Situation vorhin. Ich farm Gunpowder und die Leute schreiben, Kevin, warum willst du Revi sein Haus sprengen? So, dann sage ich in dem Moment einfach, ja, will ich. Ja, aber ist das denn so? Nein! So, ich platziere jetzt das TNT. Basti, Alter, warum? Ja. Jetzt ist es soweit, Revi. Bist du bereit? Basti, du kleiner Guck mal, ich habe gar keinen Bock, jetzt die ganze Zeit hier rumzustruggeln, Alter. Ey, Junge, Mann, jetzt hau mal ab von meinem Haus, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Bist du bereit jetzt, Revi? Basti, guck mal, es ist so ein Kindergarten-Scheiß. Lass es mal wieder gut sein, jetzt komm. 3, 2, 1, es ist gezündet. Oh, nice Explosion. Oh, ich habe was kaputt gemacht, Kunga. Guck's dir an. Ja, ich habe gerade im Nether gesprengt. Ach so. Mein Alter. Jetzt bin ich schon wieder umsonst hier hochgelaufen. Early Boy will diese anderen Klicks haben, Alter. Mein Gott, Alter, diese Treppen sind ja... Mann, Alter! Boah, Junge, was... Alter! Du bist ja heute richtig aggressiv. Junge, ich war 20 Stunden unterwegs, ich bin 20 Stunden gereist. Ich bin heute richtig in Bombenstimmung, muss ich sagen. Willst du mein Haus nicht sprengen, Kevin? Nee, will ich nicht. Okay. Mein Titel ist aber trotzdem, ist Jita mein Verräter und kann ich ihm weiterhin trauen? Und dann so ein Bild von dir, wo du sagst, ich spreng dein Haus. Verletz mich noch mehr. Ja, aber wenn du mein Haus sprengen willst, Alter? Ich werde es dir niemals vergessen, dass du an diesem Tag hier heute so wenig Vertrauen zu mir hattest.
Hier ist eine Katze, die heißt Lucky. Soll ich die umbringen? Ja, kannst du ruhig machen. Ja, mach ruhig. Dann wirst du sehen, was passiert. Was passiert dann? Ja, weiß ich nicht. Wirst du sehen. Nee, aber kannst du mir nicht einfach sagen? Ich will ja nicht einfach ein armes Tier umbringen. Es ist ja eine Überraschung, was dann passiert. Also eine gute Überraschung? Eine bombastische. Eine sehr bombastische, ja. Ey Leute, was? Moment. Lass jetzt mal nicht aus dem Rumgejoke hier. Kevin? Ja, bitte? Was machst du bei mir im Haus? Ich bin nicht an deinem Haus. Ich wollte dich jetzt abholen, weil ich mit dir in den Nether gehen wollte, um dir zu zeigen, was ich da, wofür wir das TNT brauchen. Hast du nur mal kurz geguckt, ob wir bei sich zu Hause stehen, ne? Wow, hier ist ein Gast gespawnt. Ich guck mir die Kathedrale mal an. Und? Ja, ich habe das Dach noch nicht gesehen. Ist noch nicht fertig. Ja, deswegen will ich mir angucken, was du bisher so gemacht hast. Ich mach doch nichts. Early Boy, Junge, wenn du mich einmal abschießt, ne? Nee, hier ist eine TNT-Kanone. What? Was? Hier ist eine TNT-Kanone. Ach, halt's Maul. Hier ist eine TNT-Kanone in dem Berg. Halt's Maul. Hier sind Leute, die benutzen die leider. Die Leute wie Revi, die schwimmen. Wo denn, Kevin? Hä? Hey, hier ist doch gar nichts. Was laberst du denn? Ey, was explodiert hier die ganze Zeit? Hört mal bitte auf jetzt, Mann! Kevin, was war das? Hä? Was geht hier gerade ab? Warum hast du jetzt hier zugebaut? Hier ist doch keine TNT-Kanone, oder? Also, ich habe jetzt keine gesehen. Ey, Early Boy, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, ne? Ich auch nicht. Bin ein bisschen verloren gerade. Ich kann mit dieser Stimmung kann ich gerade nichts anfangen. Ist auf einem anderen Level weird gerade. Och, Mann, Alter, was soll denn die Kevin, hör doch mal auf! Junge, wer mich kennt, der weiß, dass ich einer der unschuldigsten Teilnehmer in diesem Projekt bin. Ich habe noch nie irgendwas Schlimmes gemacht. Das ist so gelogen, Alter. Basti ist hier gerade unsichtbar unterwegs. Ey Leute, ich schwöre, ich weiß nicht, was ihr hier gerade macht, aber hört damit auf. Guck mal, warum willst du meine Kathedrale kaputt machen? Ich will die nicht kaputt machen. Junge, ich will dein Trauzeuge sein. Da machst du doch nicht die Kathedrale kaputt. Da kann ich doch nicht dein Trauzeuge mehr sein. Weil ohne Kathedrale keine Hochzeit. Ja, wie man hier. Oh mein Gott. Was denn? Was denn, Early Boy? Was denn? In Pool. Och Mann, Leute, Alter. Kevin, hör auf, in meinem Pool zu springen, bitte. Warum denn? Ich will das nicht. Willst du nur, weil hast Angst, dass ich Wasser rausdrücke oder wie? Mann, es muss doch nicht sein, dass du hier so. Nur weil ich fett bin oder wie? Willst du mich heute nur abfangen? Ja, warum darf ich nicht in deinen Pool gehen? Weil ich möchte nicht, dass der ist gerade frisches Chlor drin. So. Nicht da rein, habe ich gesagt. Tut mir leid, ich habe reingepinkelt schon. Mein Gott, Alter, hört doch mal auf mit dieser ganzen Sprengung hier die ganze Zeit, Mann. Ich bin hier umgeben vom Psychopathen heute, wirklich. Ich habe auch das Gefühl. Boah, aber die Kathedrale sieht schon echt krass aus, muss ich sagen. Baust du auch noch so einen richtigen Kirchturm da rein, Revi? Mhm. Wo, in der Mitte oder so weiter vorne? Weiter vorne. LOL. Chat, Samstag werde ich wahrscheinlich nachmittags einen IRL-Shopping-Stream machen. Weil ich dann noch in München bin auf einem Charity-Event. Dezember dieses Jahr, absoluter Overkill. Kevin, was willst du mit dem TNT in der Hand, Alter? Leid, ich hatte das nur in der Hand. Hör mal auf jetzt! Spark. Aber ich finde, das Dach hast du gut gebaut bis jetzt. Hör auf, hier immer TNT hinzusetzen, Mann. Also ich würde hier den Kirchenturm hinbauen, diese... Der ist aber schon da vorne. Mein Gott, Alter, was explodiert denn hier die ganze Zeit? Also mein Handy ist es nicht. Mann, geh doch mal hier raus. Ach, Mann. Mann! Oh mein Gott, das ist doch 100% symmetrisch. Ich bin der krankste Motherfucker. Mein Gott, Alter. Spark sprengt dein Haus, dein Haus. Ihr kotzt mich alle so an, Leute. Ihr nervt mich alle so, Alter. Ach, 1,15 am Arsch an. Mein Gott, was ist. Ey! Was hier gerade explodiert? Der Strand. Och Mann, Leute. Wieso kriege ich das immer alles ab, Alter? Ich verstehe es nicht. Da hat niemand was getan. Ich baue doch einfach nur Sachen. Bau doch einfach nur schöne Sachen. Und das komplette Projekt kotzt mich an. Das ist viel zu ganze schnell. Projekt nervt mich einfach wieder. Hol mal ein bisschen tief Luft. Ich zimmer dir so eine zwischen die Zähne. Mach doch mal ein bisschen Yoga. Ach, hör jetzt oder auf, so. Du Drecksack, Alter. Nerv mich nicht.
Boah, ist das ja behindert. Das also, tut mir leid. Warte, Block dieses Scaffoldings, oder? Finde ich jetzt nicht. Ich finde, das ist mit Abstand einer der besten Blöcke, den sie reingebracht haben. Ja, dann heirat ihn doch, du Affe. Ich lade dich zum Essen ein, wenn du direkt nach Revis Hochzeit im Anschluss ein Scaffolding in der Kirche heiratest. Ich bin zu müde für diese Bruder, Alter, was ist denn hier los? Hallo, Spark, ich dachte, hier. Ich bin schon ein bisschen dreist, ey. Hallo. Sehr geil. Danke, geil, danke. Habe ich erstmal einen Screenshot gemacht, ich konnte nicht anders. Das ist geil, das ist sau, Alter. Boah, diese Kathedrale sieht so endnice aus, Alter. Ich will erreichen, dass der Server mindestens 5 Minuten dann laggt. Warum? Warum? Wo ist das denn eine Sache, die man erreichen möchte? Naja, wenn wir so viel TNT springen, sagen wir mal 1000, 10.000 TNT, wäre schon fancy. Ich sage euch, Junge, da wird nichts mehr nachstehen bleiben, wenn ich das jetzt mache. Bei was denn? Die Sprengung. Von was? Deinem Haus. Halt doch dein Maul jetzt, dummer Affe Kevin. Warum fragst du denn die ganze Zeit von was? Gott, du willst das doch, dass ich die ganze Zeit das sage. So. So, Chat. Dann schauen wir uns doch jetzt mal diese Kathedrale von außen an. Die aus. So, mal pennen gehen, Alter, aber die ist jetzt, glaube ich, soweit fertig, Alter. Ich bin mal gespannt, wie Reef darauf reagieren wird. Alter, sieht die insane aus. Schaut's euch an. Ja, Mann, Junge. Sehr stark, Leute. Gefällt mir. Bin geil. Ich aber auch. Sehr geil. Also, Leute, ich bin echt zufrieden mit der Kathedrale, Mann. Das war auf jeden Fall echt eine große, große Geschichte. Geiles, geiles Ding. Ich bereite auf jeden Fall ein bombastisches Hochzeitsgeschenk vor für dich. Kevin, bitte hör auf damit. Womit? Alter, wenn Patrick das sprengt, dann bin ich richtig sauer, weil das ist so krank viel Arbeit, Alter. Das wäre so, als würde man sagen, ich spreng Sinus Insel. Ja, okay, nicht ganz, aber... Gumo! Hallo, Antonia. So, hallo. Hi, Antonia. Magst du mitkommen? Die Kathedrale ist fertig und ich wollte dir das kurz zeigen, bevor wir heiraten. Hasepups. Okay, ich schau's mir an. Antonia, halte die Augen zu, okay? Okay, ich guck weg. Komm mit. Okay, und jetzt darfst du hingucken, wenn du die Renderdistanz so weit hast. Guck mal. Ich hab die voll schön mit einer Renderdistanz von -5, die ich habe. Warte. Das Arsch, Alter. Ich glaube, mein Kopf stürzt ab. Ah, nee, es geht. Ach, oh, schön. Oder? Die ist schön geworden. Findest du sie gut? Darf ich hingehen schon? Natürlich. Aber es ist von innen noch nicht ganz fertig, aber wir arbeiten. Sind da noch Kinder eingesperrt? Ja, oder? Ja, I like. Hier kommt noch ein schöner Park dazu und alles, Antonia. Ey, ich habe Blumen gesammelt für den Park. Ja, gerne, Alter. Ich bin extra gereist und habe fast alle Blumenarten gesammelt. Die gelben Tulpen, die blauen Blumen. Schön, das kommt mal von der Seite hier. Ist wirklich schön. Oder? Ist richtig gut geworden. Wo bauen wir den Blumenpark hin? Der kommt hier so hin, so Madeira-mäßig. Ja, weißt perfekt. Du, der Park, wo wir da hingen in Madeira? Mhm. Dieser eine da, der ist eh. Der tropische Garten. Genau. Guck mal hier von drinnen, Alter, Antonia, schau mal. Tropical Garden. Das wird noch schön beleuchtet und alles hier, ne? Ist voll schön. Findest echt ist schön. Ist gut geworden. Obwohl ich eine Sache dich anmerken muss, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist. Wenn man da so drauf guckt, sieht es aus wie so ein saurer Drache. Ja, ja. Der macht es soll so. Ist der Warzengott. Ah, okay. Ja. Ja, dann. Ich bin auch sehr zufrieden, Antonia. Anschaut. Ich finde schön, dass dir gefällt. Sehr schön. Da steckt da echt eine Menge Arbeit drin, ne? Das kann ich dir sogar glauben. Die hast du also uns gebaut halt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich sogar einen Mann heirate, der auch noch Architekt ist. Du kannst gut Kinder auf Samen Kinder aufpassen. Du bist ein sehr guter Vater. Ich zieh dich raus. Kinder aufpassen. Beim Bumsen. Ja, auch gut. Top. Was kannst du denn noch gut? Ich kann mal ein bisschen Musik. Doch, schon viel, schon viel. Musik kann ich auch. Ich bin einfach ein toller Kerl, oder? Ja, safe call. Ich bin doch sehr, sehr, sehr froh, dass das was wurde mit uns und nicht mit Petrit. I, oder? Der ist kein Architekt. Der gibt mir keine Goldkarotten. Ja, richtig. Der hat's halt einfach nicht drauf, Alter. Ach Mensch, true. Alter. Der Keller wird auch noch fertig gemacht. Da kommt eine Gruft rein, Grieft. Falls wir mal sterben, werden wir da beerdigt. Ach, weißt du, was man auch noch in den Keller bauen kann? Was denn? Ein Feschkeller. Alter, möchtest du einen Feschkeller haben? Das wäre schon cool. Natürlich, Alter. Finde ich sehr gut. Das wird eine richtig tolle Hochzeit, glaube ich. Ich freue mich. Wann haben wir die? Samstag, ne? Sonntag. Samstag ist der Ende. Sonntag. Du hast jetzt keinen Termin an der Hochzeit. Doch, weißt du warum? Ich bin ja auch Samstag gar nicht da schon wieder. Oh no. Kampf. Ach nee. Oh no. Ach nee, ich bin auf einem Charity-Event am Samstag und am Sonntag. Ist Charity. Alter, nee, Charity ist schon wichtig. Sonntag. Antonia, vielleicht müssen wir Montag machen. Nee, ich bin Sonntag bin ich erst um 23 Uhr zu Hause. Ja. Alter.
Antonia, machen wir Montag, ja? Montag ist auch ein guter Tag. Ja, ne? Ich hab gehört, Hochzeiten an Montagen bringen auch extra Glück. Ey, safe, oder? Warte, wir gehen da schnell den anderen sagen, bevor irgendwas passiert. Also das heißt dann, dass deine Zuschauer quasi den Ender Dragon bei mir gucken sollen? Genau. Okay, Ehre. Aber samstags mache ich noch einen Shopping-Stream nachmittags in München. Perfekt. Sehr gut. Gut, dann bin ich jetzt los. Ja? Kevin, meinst du den Mac? Spaß. Ja, ich wünsche dir... Antonia, kennst du das Frühstücksfernsehen von Sat.1? Ja. Guckst du das manchmal? Bist du da? Ja, morgen früh. Also ich werde es nicht live gucken, aber wenn es dann bestimmt, wird bestimmt irgendwo hochgeladen. Dann schau ich auf jeden Fall. Muss gucken live. Leute, wir sehen uns morgen. Ich gebe euch die Uhrzeit noch durch für morgen, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich morgen da bin. Bis dann. Macht's gut, ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss.